Mahlzeit, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Risen hier bei mir. Ich bin euer Helmhard und letzte Folge hatten wir hier so ein kleines Problemchen mit einem Ghoul. Weswegen ich jetzt auch weswegen ich jetzt auch hier ja, na klar. Was? Sag mal, wo hänge ich jetzt? Aha. Ja. Ja. Gut, dann lade ich eben nochmal neu. Ich meine, wenn ich da hier an irgendeiner scheiß Mauer hänge. Das Mikrofon gerichtet. Ich hab da keinen Bock auf die Viecher, ne? Gehen die irgendwie weg? Wo kommen denn jetzt auf einmal drei her? Euer Ernst, Mann? Ja, weißt du, jetzt habe ich das sowieso schon verloren. Jetzt haben sie mich schon umzingelt hier, jetzt ist doch eh schon vorbei. Du machst hier nicht deinen Zauberspruch. Wurf hier, was weiß ich, wie das Ding sich nennt. Zack. Lass mich in Frieden, Mann. So, hier. Ja, wie oft willst du denn noch angreifen, du Bastard, hier. Am Arsch, Junge. Wie schnell die Viecher einfach sind. Es reicht, es reicht. Also ich habe das Gefühl, die greifen mit fortschreitender Karte immer häufiger an. Alter Latz. Die Viecher gehen mir richtig auf den Sack. Erstmal abspeichern. Fleisch essen. So wäre ich jetzt Magier, könnte ich mich halt eben mit einer Rune heilen. Ich habe halt auch echt keinen Heiltrank mehr, ne? Aber hier, ich habe hier wenigstens hier noch ein paar andere Heiltränke. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Kleine Heiltränke habe ich halt nicht mehr. Aber große halt eben noch. Was gibt's hier noch? Nichts. Gibt's hier wenigstens einen Schatz? Oder gibt's hier nur Erz? Ja. Ich meine, es wäre halt schon geil, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, wie man schürft. Ne? Oha, das ist eine richtig schwere Truhe. Wenn ich wüsste, wie ich schürfen könnte, könnte ich hier Eisenerz abbauen. Der Dietrich ist hin. Einmal rechts, rechts, links, 1, 2, 3, links. Jawohl. Sehr gut. 169, Ring des Schwertkämpfers, Schwertkampf plus 1. So, so. Ich habe hier Ring der Geschicklichkeit, den brauche ich nicht. Schutz vor Stichwaffen und Stärke. Das braucht 47. Yo. Dann kann ich nämlich hier Schutz vor Stichwaffen. Ich meine, ich habe ja im Moment keine Stichwaffe. Wo ist jetzt der Ring hier? Hier ist er. Zack. Wenn ich hier schon mal sowas die Möglichkeit habe, dann sollte ich das halt auch nutzen, ne? So, ist jetzt hier draußen auch noch so ein Vieh? Ah ja, das ist noch hier. Das Vieh ist definitiv noch da.
So, diesmal bin ich der Erste, der angreift. Ja. Oh. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ja. Weich doch mal aus! Ja. Unglaublich, diese Scheißviecher, Mann. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Was? Noch einer? Nee. Alter. Ach, und nochmal. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Oh, ein Heiltrank. Erstmal hier, schon mal hier so einen Heiltrank auf die 4 legen. So, die Geier lasse ich jetzt außen vor, ey. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, mich mit denen jetzt hier auch noch zu behängen. So, aber ich muss jetzt hier wahrscheinlich hier runter. Nehme ich mal an. Um irgendwie zu dem Tempel zu kommen. Also hier unten muss ich hin. Wie komme ich da runter? Das kann ja nur irgendwie ein versteckter Zugang sein. Was anderes kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Hier ist auch ein Abhang. Das heißt, es muss irgendwo hier oben sein. Aber hier kam ich nicht runter, ne? Das war hier ein steiler Abgang. Ah, hier komme ich nicht lang. So, hier hoch ist ja Schwachsinn. Sie rennen mir halt Tatsache hinterher, ne? Die Kackwölfe. Ja. So, hier komm hier. Ja. Na. So ist schön. So ist schön. Muss ich wohl jetzt doch hier bei die Geier gehen, oder was? Huch. Muss ich mich jetzt hier doch den Geier noch annehmen, oder was? Ja, das sieht ganz danach aus. Sieht ganz danach aus. Nee, auch nicht. Hä? Komme ich denn da rein? Er kann ja da schlecht runterspringen. Da oben ist auf jeden Fall ein Mensch. Bringt mich aber irgendwie nicht weiter, weil ich ja da runter muss. Geh jetzt mal hier hoch. Wobei das ja auch Aktion sinnlos ist, hier hochzurennen, weil hier oben erstens nichts ist. Und zweitens komme ich ja von hier oben nicht darunter. Hier oben ist halt wirklich nichts, ne? Das Einzige, was hier ist, ist ein Baumstamm, auf den ich jetzt hochkomme. So, jetzt kann ich mir das Ganze nämlich mal hier ein bisschen von oben angucken. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Hier unten ist ein Feuer. Hier ist der Tempel. Da komme ich nicht lang, da muss ich runterhüpfen. Sieht so aus, als würde ich von da drüben reinkommen, wa? Das ist natürlich genau auf der anderen Seite von dem Scheißgebirge hier.
War ja wieder klar. Weil hier kann ich auch nicht drum rumlaufen, war, dass ich irgendwie... Nee, nee. Ich laufe einfach mal hier so ein bisschen, aber es ist hier alles... Ah, das ist doch hier alles Steilhang, der hier runter geht. Da steht ein Wolf. Das Ding ist halt auch, wenn ich jetzt hier runterhüpfe, verrecke ich ja. Das ist ja mein Problem. Heldenkrone. Das ist ja eben hier, wenn ich jetzt hier runterhüpfe, hier, zack. Bin ich halt auch erstmal instant tot. Tote brauchen keine Sachen. Ah, Leute, Leute, Leute. Es ist, jetzt muss ich wieder durch die Höhle zurück und irgendwie auf diese andere Seite von dem Gebirge kommen, dass ich in diesen Scheiß-Tempel komme, ne? Das ist unglaublich. Weil ich komme halt eben hier nicht voran. So, jetzt gehe ich durch diese Scheißhöhle wieder durch. Oder warte mal, ne, jetzt bin ich einmal hier, jetzt gehe ich hier hinter zu dieser Burg und hol mir diesen Ring. Da habe ich wenigstens etwas geschafft. Da hat sich der Weg hier rüberwärts wenigstens gelohnt, wisst ihr wie? Oh, hier ist ein Truhe. Ha, also. Instant richtig, so muss das sein. Ragout. Hm. Und ein paar Heiltränke. Und hier ist irgendwo noch ein Mensch gewesen. Hier war doch eben noch ein Mensch. Ah, hier ist er ja. Hallo, Rupert. Hast dich wohl verlaufen, was? Nö. Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Mhm. Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Geschick, Bogen. Will ich alles nicht lernen. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Ach ja, und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Girga befreien. Hab ich das nicht schon mal gehört? Hm, klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Aha. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So, so. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen. Hm. Das ist... Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Gürger irgendwo dort seinen Hort haben muss. Aha. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Na, warum eigentlich nicht? Ich werde dir helfen, den Gürger zu jagen. Ha, sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Es wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Komm mit. Wie du willst. Er kann mir halt auch nicht nichts verkaufen, der Typ, ne? Ist halt klar. So, kommt er, ja? Er kommt. Ja, dann, Freunde. Abspeichern. Jetzt wird der Gürger gekillt. Du hast keine Chance gegen uns. Ich lauf halt voll rein. Du
hättest aufgeben sollen. Mir nach! Zack, komm, den kriegst du. Sehr schön. Die Viecher machen wir auch noch platt. Und weiter geht's. Scheiß auf die hier. Will ich da hoch? Nein, da oben ist ein Troll, da will ich nicht hoch. Gnome, Häuptling. Du hast keine Chance gegen uns. Dieses Vieh, ne, da oben. Alter Schwede. Ich würde mir einscheißen, wenn das Vieh jetzt auf einmal hinter mir steht, ne? Du hättest aufgeben sollen. Du hast keine Chance gegen uns. Ja. Oh. Verarsch was? Komm, 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 komm. So. Danke, Rupert. Was denn? Nicht mal eine Münze? Auf diese kleinen Hutzelgnome hier müssen wir höllisch aufpassen. Aha. Die sind saugefährlich und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Okay, dann pass gut auf. Lass uns weitergehen. Jo. Auf jeden Fall, er hat einen Heiltrank. Du hast keine Chance gegen uns. Wo will denn der Gnom hin? Ist der jetzt... Alter, was? Er backt erstmal komplett hier durch den Berg. Scheiße, daneben geschossen. Mir über den Weg zu laufen war ein... Achtung! Mir über den Weg zu laufen. Ach ja, Mann, genau in dem Moment, wo ich schieße, bewegst du dich, du Ass. Achtung! Halt die Fresse, komm her jetzt. Scheiß Apfelwerfer. Ich hasse diese Drecksviecher. Ich erst. Die haben ja nicht mal Kisten, die sie bewachen. Doch, da hinten ist einer. Ha! Sehr schön. Naja, dann weiter. Rupert, komm. Oh nein. Das sind vier schwarze Wölfe. Rupert, schaffen wir die? Bist du full life? Ja. Na dann mal los. Du hast keine Chance gegen uns. Ach du Scheiße, Alter. So, Rupert. Ich will dir mal helfen hier. Du schaffst es ja nicht ohne mich. Rum hier, rum, 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 komm, rum, 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 rum. Angreif, 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 los jetzt. Sehr schön. Ja. Seht da mal, wie es uns immer geht, wenn ihr uns im Rudel angreift, verstehst du? Sehr schön. Ich fresse jetzt hier erstmal mein Fleisch, bevor ich hier, bevor ich hier meine Heiltränke anfasse. So, aber ich sehe gerade, wir haben die 20 Minuten gleich erreicht. Das heißt, ich denke mal, komm mit, Rupert. Hier ist wieder so ein Vieh, so ein Typ. Putz. Du hast keine Chance gegen uns. Was? Also mit seinem Bogen macht der Rupert ganz schön Schaden. Ich laufe halt auch in den Apfel rein, ne? Mir über den Weg zu laufen. Also mit dem Bogen macht der Rupert ganz schön Schaden. Also da kann man ja nichts sagen, ne? So. Weiter geht's. So, gut, alles klar. Wir machen hier einen Cut. Wir haben ja hier gerade Ruhe, insofern... Tja, okay. Jetzt wird's kompliziert. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Der Weg nach Osten gefällt mir irgendwie nicht. Warum nicht? Die meisten Spuren der Gnome führen nach Norden.
Es ist seltsam. Aber es könnte gut sein, nach dem, was ich hier sehe, dass sie mit dem Gürger zusammenarbeiten. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden es ja bald erfahren. Geh weiter. Ja, und wir gehen in der nächsten Folge weiter Richtung Norden. Hier rüber gehen wir nicht nach Osten, sagt er. Der Weg gefällt ihm nicht hier. Von da kommen wir und hier der Weg gefällt ihm nicht. Ja gut, alles klar. Also, nächste Folge gehen wir dem Gürger auf die Spur. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao, euer Helmut.